Guten Morgen, Leute. Es ist Montag und wir haben 4.44 Uhr. Ich bin seit 4 Uhr wach. Ich habe mich noch nicht umgezogen. Ich musste gerade meine Schminktasche packen, meine Schulsachen packen zum Lernen. Und hier sind alle schon wach. Mein Vater ist schon am Bad gewesen. Fährt jetzt gleich zur Arbeit. Meine Mama und ich werden um 5 Uhr abgeholt draußen. Und dann geht's zum Hauptbahnhof, Leute. Ich bin jetzt ganz schön Ohrringe angezogen, auf jeden Fall. Dachte ich, ich vlogge das mal mit, weil halt schon lange kein Video mehr so kam. Ich habe noch ein Video. Parat, Leute. Ich weiß gar nicht, wann ich das überhaupt hochladen will, das Video, was ich noch habe. Und ich bin noch richtig müde, weil heute ist ja Montag und von Samstag auf Sonntag war ich halt richtig lange wach. Ich glaube bis 6.15 Uhr oder so. Und dann bin ich eingeschlafen, aber bis 12 Uhr geschlafen. Ich hätte locker bis 16 Uhr schlafen können, Leute. Aber wir fahren drüber nach München. Ich erzähle euch auf jeden Fall alles, wenn ich in diesem Zug sitze. Wir fahren mit dem ICE, Leute. Und meine Mutter hat den ICE nicht reserviert irgendwie oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie da gemacht hat. Wir haben keine Sitzplätze. Sie sagt, sie hofft, der Zug ist nicht voll. Das hoffe ich auch. Wie soll ich meine Locken machen? Wie soll ich mich fertig machen? Und wie soll ich dann lernen? Dann gibt es nichts zu lernen, Leute. Auf jeden Fall ziehe ich mich jetzt schnell um. Und dann müssen wir auch schon los. So, Leute, jetzt mal auf jeden Fall. Und zwar ist der chaotisch im Hintergrund. Alles liegt wild. Ich ziehe mir jetzt noch eine Jacke an. Da muss ich auch mein Parfüm mitnehmen. Und dann geht's los. Leute, ich habe jetzt Campus angezogen. Aber guck jetzt, ob dieser Taxifahrer schon da ist, Leute. Ich habe auch im Ernst halt nur so eine große Tasche. Da passt eigentlich alles gar nicht rein. Meine Mutter war so clever. Sie hat so alles, jetzt so dieses Band von der Tasche halt unten reingelegt, hat alles draufgelegt. Jetzt können wir nicht mehr so tragen. Ich habe übrigens meine Dings so, wie man das sich anders gelaced hat. Weiß nicht, wie ich das finde. Also so sieht es cool aus, aber halt ist halt extrem locker, ne? Deswegen, keine Ahnung. Und bitte, was ist nicht klar, das Film? Eva? Ja? Hast du alles? Ja. Kannst du das auch mal entscheiden? Ich gehe mit auf Straße. Stell dir erst mal was hin. Okay, Leute, man muss außer Atem, weil ich wollte doch eigentlich um, keine Ahnung, so aufstehen. Oh, Leute, yes, ich muss jetzt los. Was soll ich sagen, ich wollte auf jeden Fall, nachdem ich alles gelernt habe, aus der Tür dann shoppen gehen, Leute. Da muss ich ja auch mitnehmen. Leute, wir sind da. Hier ist Silke. Hier ist unsere Tasche. Und ich bin gar nicht da. Wir wurden mal jetzt hingebracht vom Taxi. Und jetzt müssen wir erstmal irgendwie da rein. Ich bin gespannt. So, Leute, da ist unser Zug. Wir steigen da jetzt ein. Wir haben gerade nicht mal verstanden, wo die erste Klasse ist. Aber oh mein Gott, der ist leer, ne? Der ist einfach komplett leer. Das ist schon mal gut. Leute, wir haben schon 9.46 Uhr. Mama ist schon am Schminken. Wir sind immer noch am Fahren und ich schmink mich jetzt auch. Aber wann sind wir da in einer Stunde, ne? Ja. Ich hatte so einen Starbucks-Becher, der heißt Starbucks. Das heißt, ich würde mir jetzt den Starbucks gehen gleich. Und erst was zu essen, dann suche ich noch ein DM, weil ich brauche neue Produkte vom DM. Leute, mein Getränk wird jetzt gemacht. Ich habe irgendwie so ein Karamell-Frappuccino genommen oder so. So, Leute, das habe ich mir jetzt hier geholt in Grande. Jetzt laufen wir hier diesen langen Weg lang und gucken, ob wir was zu essen finden. Mama meinte, dass McDonald's, also dass sie auf McDonald's ja keinen Hunger hat. Aber ich habe auch nicht auf so Frühstückssachen Hunger irgendwie. Weil ich esse davon halt eigentlich eh nicht so viel, Leute. Wir haben uns da was von Mackis geholt. Wir werden jetzt abgeholt mit einem Uber. Und dann bin ich auch gespannt. Leute, wir werden jetzt vom Uber abgeholt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt sieht. Und wir haben so ein Foto bekommen von unserem Manager. Manager, so jetzt, jetzt richtiges Deutsch, wie das Auto aussieht. Ich dachte immer, so ein Uber ist einfach so weiter so. Aber ich glaube, sie fährt einfach mit ihrem Privatauto und holt Leute ab. Das ist crazy, wirklich jetzt. Snacken und dann kommt der Fabian auch schon. Aber erstmal, ich habe Hunger, Leute. Ich muss erstmal das Essen. Ich setze mich jetzt auch einfach hin. Ganz einfach.
Wollen wir jetzt essen? So Leute, wir sitzen hier. Also Leute, wir sind auf jeden Fall schon fertig. Und hier kommt man die ganze so Bilder und ich überrichte euch auf jeden Fall gleich. Und Mama wartet jetzt, bis das Bild mit Thiago kommt. Ich muss die Reaktion filmen, weil sie will... Oh, egal, ich sag einfach nicht. Ja, ich bin in love. Kannst du ruhig sagen. Das darf dein Vater ruhig wissen. Der ist doch auch in love. Mit der Helene Fischer. Ganz schlimm, ja. Ja, siehst du? Ja, tschüss. Oh. Und ich bin jetzt mal ganz kurz weggehuscht. Jetzt höre ich es einmal. Es war richtig cool. Es war richtig offen und es war so ein kleines Gespräch einfach. Nur es ging auch richtig schnell. Die Fragen waren mega. Ihr könnt es auf jeden Fall euch anhören. Wir kriegen dazu noch alle Infos und ihr seht es sowieso auf unseren Social Media Kanälen. Vielleicht, wenn ich das Video poste, ist es vielleicht schon draußen. Ich weiß es nicht. Wenn ja, schaut es auf jeden Fall. Hört es euch auf jeden Fall an. Es ist richtig cool. Wir haben noch Hausschlappen bekommen und Socken, Leute. Und weil wir jetzt noch so viel Zeit haben, ist meine Liebe. Geht jetzt auf, Leute. Wir gehen jetzt noch shoppen in die Stadt. Weil ich aber gesagt habe, DM ist sowieso ein Muss hier jetzt. Ich muss schauen, was alles Neues gibt. Ich war so lange nicht mehr im DM. Ich brauche Abschminktücher, normale Tücher. Alles brauche ich. Ich muss generell mal schauen. Und jetzt werden wir schon wieder von dem Uber abgeholt. Dann geht es gleich auch schon wieder nach Hause. Und dann muss ich auf jeden Fall lernen. Aber bis jetzt, ich nehme euch auf jeden Fall noch mit, bis wir zu Hause sind. Das ist wirklich so ein cooles Erlebnis. Leute. Vollbox, ich renne jetzt da rein. Ach, Emma. Ich renne jetzt. Und ich kann nicht mehr. Ehrlich jetzt. Es ist so crazy. Dieses Vollbox sieht so schön aus. Also ich gehe da hin, also ich bin vorgerannt. Weil ich muss abchecken. Dann nehme ich direkt DM. Das heißt, ich kann mit DM. Und Vollbox dann direkt. Und dann gucken wir noch. Ihr werdet es jetzt sehen, Leute. Ich will nämlich auf. Es muss sein. Warte. Leute. Emma, Soulbox ohne Schuhe rauskommen, gibt es nicht. Ich habe so geschlafen, jetzt geht es direkt weiter nach DM. Ich weiß auch nicht wieso. Ich gehe auch einfach ohne, dass sie kommen. Ich vertraue einfach, dass sie mir hinterherlaufen. Ich dachte auch, es wird mehr, aber ich habe nichts gefunden. Ja, mal schauen, wo wir jetzt noch reingehen. Wir sind gerade jetzt im Lego Store. Voll cool, Leute. Ich suche aber eigentlich diese Schlüsselhänger. Die sind immer hier, aber ich checke hier gar nichts. Ja, Mama ist verliebt in die Blumen. Aber ich finde, also haben wir jetzt geshoppt. Ich zeige das, also wenn wir im Zug sind. Ja, was willst du denn da geshoppt haben? Ich habe nichts geshoppt. Ja. Jetzt zeige ich das, wenn ich im Zug bin und jetzt gehen wir noch Eis essen. Leute, das Wetter ist so schön. Mama redet jetzt noch ein bisschen hier. Und dann gleich verabschieden wir den Fabian auch schon. Und dann steigen wir in den Zug, weil der kommt jetzt gleich. Wir laufen auch zum Bahnhof und nehmen jetzt kein Uber mehr, wir laufen nur noch 10 Minuten. Und im Zug zeige ich euch alles. Ich habe alles in diese Tasche reingequetscht. Sieht man das? Ne, irgendwie nicht, ne? Egal. So. Ich hab da alles reingequetscht, Leute. Ich zeig das alles gleich. Unser Zug ist auch schon da, weil wir suchen jetzt die zweite Klasse. Dann stecken wir rein und diesmal haben wir Pech, glaube ich. Weil, wie heißt es? Es schon sehr voll ist. Aber der ICE ist richtig lang. Der ist richtig lang und ich hoffe, wir kriegen Sitzplatz. Wegen Lernen, ich muss vielleicht Aufgaben machen. Und ich will euch noch voll zeigen. Leute. Pandora Charm hängt da drin, Mama. Mach es auf, schnell. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, ich dachte jetzt schon, das hält ab, Leute. Coach, das geht jetzt auf. Also, wir sind jetzt im Zug. Dann gehen die Pferde gleich wieder um. Ich mache euch ein Holz zu Hause. Ich muss auch mal zu lernen. Deswegen lerne ich jetzt erstmal. Ich habe jetzt 6 Stunden Fahrt vor mir, wo ich jetzt lernen kann. Und deswegen mache ich das auch gerade. Ich war auf Toilette, Leute. Total sauber. Was soll man auch sonst von dem ICE eigentlich erwarten? Meine ganzen Hände waren schwarz. Ich weiß nicht, wo das kam, aber die waren immer komplett schwarz.
Navi das halt auch erklärt ist. Das heißt, es ist richtig gut. So was lernen von ihm, weil er das so erklärt. Dann schreibe ich das halt auch. Und jetzt schreibe ich gerade noch den Lernzettel zu Ende. Dann mache ich diese Aufgaben. Und dann mache ich Mathe. Englisch. Weil ich schreibe morgen Englisch. Und ich habe gerade diesen Zeitraffer angeguckt. Das ist so lustig. Mein Blick, ich habe immer auf meine Lippe rumgekaut. Hey, Sasha, was geht ab? Wir haben uns gerade umgesetzt. Wir waren im Ruhebereich und ich habe gelernt. Und Mama ist ihr Tonhandy angegangen. Da meinte eine Frau zu motzen. Und es war wirklich nicht laut, es war wirklich leise. Aber was mich daran gestört hat. Könnten die ihre Kopfhörer benutzen? Aber Hauptsache, sie hat einen Typen dabei, einen Mann, der alle Frauen angeguckt hat und die schon beim Angucken. Ah ne, ich erzähl gar nicht weiter. Ja, jetzt sind wir auf dem zweiten Platz. Und jetzt lerne ich Englisch und dann Mathe weiter. Und dann nochmal Mathe und Englisch und was andere. In Duisburg Hauptbahnhof, mein Vater holt uns ab. Wir müssen jetzt suchen. Mama ist gerade was hingekommen, weil ich aus Versehen auf ihr Ostausgang da. Girl. Ostausgang hier. Ja, weil ich aus Versehen auf der Treppe getreten bin, als sie die Treppe vom ICE runtergehen wollte. Aber ich zu Hause bin direkt Hall. Direkt Hall. Leute, back in the hood bei mir. Erstmal haben wir richtig geil die Schlappen bekommen wieder. Hier fällt gerade alles runter. Ich weiß gar nicht, wie ich alles laden soll. Dann hat Mama auch noch Klappen bekommen. Wir haben Socken bekommen, also von... Erst morgen oder irgendwann? Ja, ich mache gerade hier das Morgen? Video. Ja. Dann habe ich hier so ein Haarschnitt gekauft. Haben wir bekommen. Wie Video. Aber morgen schreibe ich Englisch. Aber dazu muss man jetzt lernen, weil das ist... keine Grammatik, Leute, ja. Dann haben wir da was noch hier bekommen. Habe ich noch Deo geholt. Dann nochmal Deo, Leute. Das ist von DM der Einkauf. Also das haben wir alles von bekommen, da wo wir das Interview hatten, Leute. Cool, oder? Das hat er auch, bitte? Ja. Haben wir da alles bekommen. Was heißt denn? Dann haben wir hier meine Schlüssel am Band noch von dir bekommen. Leute, hier. Absolut Radio, Leute. Da gibt es ja ganz verschiedene Sachen. Das ist ja von jung bis zu einer alten Altersstufe, also so die ältere Generation, da kommen dann halt so Schlagersachen, halt für die Jungen kommen halt eher so Influencer und so war es halt. Dann habe ich mir nochmal mein Ritual gekoppelt, ich liebe das. Ich liebe das wirklich, das ist so geil. Hier habe ich so Postkarten bekommen von Lego, natürlich süß. Dann habe ich mir was gekauft, das ist so süß, ihr wisst gar nicht. Und zwar, diese Daisy, Leute, das kommt auf ein paar an meinen Schlüssel. Ich will... so gerne dran haben, das ist richtig süß. Jetzt machen wir ganz weiter mit Pandora. Da haben Mama und ich uns einen Partner-Charm geholt. Wir wollten auch sowas haben. So zusammen, so Mutter, Tochter und so. Und da gibt es im Moment richtig coole Sachen bei Pandora, also auch für Geschwister und so. Das ist einfach dieses Herz, das ist so schön. Auf der einen Seite steht Mother und auf der anderen Seite steht dann Daughter. Das sieht man jetzt aber nicht so gut. Das packe ich jetzt aber erstmal so hier hin. Ich glaube, meine Mutter kommt auch gerade. Ja, was habe ich noch? Ah, Leute, oh mein Gott, habe ich auch noch geholt. Ich packe mal das einfach alles sonst hier so rein. Das ist halt. Ah ja, jetzt kommen wir dazu, was ich hier noch geholt habe. Und zwar habe ich mir Vans geholt, Leute. Diese. Ich habe keine Ahnung, wie oft gesprochen werden. Aber ich wollte die schon total lange haben. Diese Vans, cool, keine Ahnung, wie die auch immer heißen. Ich wollte die schon total lange haben. Und ich habe halt. Also, Leona hat sich halt gekauft und meinte so, ja, Emma, schon, die sehen geil aus und so. Aber halt nur an dem und dem bestimmten Perspektiven vom Schuh. Da war ich so. Lohnt sich das jetzt wirklich, die zu holen? Ja, nein, im Endeffekt habe ich mich jetzt halt dafür entschieden. Kann man jetzt auch nichts mehr dagegen machen. Die sind richtig schön, also ich finde die wirklich schön, die Schuhe. Ich muss mir erstmal alle Sachen in diese Tasche reinpacken, Leute. Damit Mama alle Kassenbon hat und auch diese Garantie von den Pandora-Sachen. Also wirklich, ich habe so coole Sachen gekauft und ich bin so dankbar, dass ich da sein durfte. Wirklich jetzt, es war so krass. Ich bin euch ehrlich, es war wirklich richtig krass. Also, das zu
zu erleben, dass ich das erleben durfte, ist wirklich crazy. So in so einem Radio, was halt auch ausgestrahlt wird, also ich finde das richtig krass. Mir hat das total richtig viel Spaß gemacht. Habe ich jetzt, glaube ich, auch schon 300 Mal gesagt. Ja, und ich glaube, ich würde das auch immer wieder machen. Das war's mit dem Vlog. Bisschen chaotisch. Aber ja, ciao, ciao.